Sol! Sol! Wach auf! Wach auf! Bist du noch ein tollwütiger Hund? Wird dein Leid beenden? Zeig's mir! Laden. Vollständig so geladen. Na hier. Laden. Habe ich Heimlich mehr? Ich habe doch 10.000 gesammelt. 10.000 echt viel. Laden. Ja. Laden. Vollständig geladen. Weil die Schläge jucken denen halt überhaupt nicht, ne? Das ist halt ein bisschen traurig. Oh, geil! Laden. Kann die Kacke abschlagen. Du kennst mich doch, oder? Weißt du noch, wie ich dich als Kind in die Hand gebrochen habe? Weißt du noch, wie ich dich in den Sumpf geschmissen habe? Bist du da? Ich weiß nicht, wie viel ich noch hab. Scheiße, ich hab kein Dings mehr. Vollständig geladen. Das ist eigentlich eine verdammt gute Taktik. Laden. Wir nutzen es ziemlich spät erst ein, aber. Du warst ein Schwächling, Jack. Du konntest mich nie schlagen. Du ein Monster bist, heißt nicht, dass ich dir nicht den Arsch versohlen kann. Schnauze, Schnauze, Schnauze! Was? Scheiße, ich hab nichts mehr. Laden. Vollständig geladen. Laden. Laden. Vollständig geladen. Oh oh. Laden. Vollständig geladen. Shit! Boah, der Kampf, der ist echt. Was? Laden. Langatmig.
Vollständig. Ah, hab ich vergessen. Boah, ey, was ein Kackkampf. Wie lang der einfach geht, ne? Das ist einfach so unnötig lang. Todeskampf gegen Jack. Jacks Regenerierung, okay, bedeutet, dass er kleinere Wunden einfach ignoriert. Sie müssen ihm so viel Schaden zufügen, dass er nicht mehr damit fertig wird. Laden Sie in AMG 7-8 voll auf. Ah, der Checkpoint, der ist natürlich wunderbar. Wunderbar. Geil, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad irgendwie so 8-mal stirbt und jedes Mal hier anfangen muss, das ist einfach so geil. Statt dass einfach der Kampf losgeht, ne? Nee. Gut, ich denke mal, ich werde sonst eh nichts mehr brauchen. Also von daher werde ich jetzt einfach hier 6 Stück insgesamt, okay. Saumäßig viel Getier, aber dafür... Okay. Dafür keine flüssige Chemikalie mehr. Aber ich kann ein bisschen Getier verspeisen zu Beginn. Das kann ich machen. Damit das Rote weggeht. Ja, okay, alles klar. Gut, dann... Zoe! Zoe! Wach auf! Wach auf! Vor allem die Schläge jucken den überhaupt nicht. Das ist so schlecht. Vollständig geladen. Ey, der macht mir richtig viel Spaß, der Kampf, ja. Richtig viel. Ich meine, ein Bootshaus, das war okay. War es ein Bootshaus? Ne, in diesem Dampfer. Der Kampf, der war echt cool, der hat richtig Spaß gemacht, aber das hier ist einfach nur Scheiß, tut mir leid. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Das macht sich besser. Laden. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Ja. Du kennst dich noch, oder? Weißt du noch, wie ich dir als Kind die Hand gebrochen habe? Weißt du noch, wie ich dich in den Sumpf geschmissen hab? Laden. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Laden. Laden. Ich glaube, ich komme einfach mit den Aufladenschlägen nicht weiter. Ich glaube, ich muss einfach kontinuierlich Schaden zufügen durch kleinere Schläge. Aber das Problem ist ja, die Schläge jucken den nicht. Und er macht einfach weiter. Schubbelst doch nicht, oder?
Das Angriffsmuster ist immer dasselbe. Eigentlich. So, jetzt zum Rückhand. Jetzt kommt nochmal der Dings. Jetzt habe ich vielleicht kurz die Zeit. Das könnte eine Taktik sein. Diese Dreier-Kombo abwarten und dann die aufgeladene Faust geben. Das könnte sein. Was? Was bist du denn? Ich habe kein Heilmittel mehr, das ist alles so schlecht. Das ist eigentlich mega schade, weil Jack war eigentlich ein total netter Kerl, haben wir ja gesehen. Am Ende der Schiffspassage. Zoe? Wo ist sie hin? Sieht aus wie ein guter Tropfen. Nichtsdestotrotz ist die Zoe. Was ist denn da oben? Achso. Gelände ist ein bisschen kaputt. Hä? Bin ich doof? Da! Boah. So, halt durch. Gleich geht's dir besser. So, so. Wach auf, Zoe! Joe, was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los! Stehen bleiben! Die Hände hoch! Runter! Waffen runter! Waffen runter! Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach Ihnen gesucht. Wir helfen. Ihnen wird es gut gehen. Ich war 3 Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Toughes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. So, das ist der Abschluss dieses Let's Play. Jo, Schwierigkeitsgrad normal, Neuversuche 11,
Wenn es geht eigentlich. Speichervorgänge 2, Schläge ausgeteilt. Sehr viel auf jeden Fall. Schleichangriffe 9. Schön, schön, schön. Ja. Neue Boni. Extreme Herausforderung. Seelenklinge, okay. Eine extreme Herausforderung wird aktiviert, wenn sie in einem bereits abgeschlossenen Schwierigkeitsgrad in Zoes Ende den Startpunkt der Herausforderung passieren. Nähere Infos. Okay. Schwierigkeitsgrad, Joey muss sterben. Joey. Joe muss sterben. Hinweis. Wird der Schwierigkeitsgrad in Zoes Ende hinzugefügt. Waffe AMG 78. Okay, das ist geil. Wird der Inventarbox hinzugefügt. M21 Flinte. Okay, da verliert das natürlich so ein bisschen seinen Reiz, aber... Versprochen ist versprochen. Ein Film, der nicht so lustig war mit Arnold Schwarzenegger. Ja, gut, super. Dann haben wir das auch erledigt. Also fand ich sehr, sehr cool. Mega Spaß gemacht. Wie gesagt, der Endkampf, ja, er war halt taktisch geprägt, aber trotzdem irgendwie dumm. Also ich fand den Kampf auf dem Dampfer irgendwie besser. Aber okay, Fakt ist, wir haben es geschafft. Ja, jetzt möchte ich die ganze Geschichte auch nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen und noch mit irgendwelchen besonderen, keine Ahnung, ich darf irgendwie dies und das nicht machen und was weiß ich, keine Ahnung, also irgendwelche Kacktrophäen sind das. Aber ich bin jetzt erstmal ein bisschen geheilt von dem Spiel, weil es war jetzt echt langwierig, bis man alle DLCs etc. gemacht hat. Ja, dann habe ich ja noch den Durchgang bei Albtraum, diesen Nachtmar was, glaube ich, wo ich noch machen. Dann Überleben Plus bei 21. Also erwartet mich noch einiges, aber da will ich euch mit verschonen, das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Das Wichtigste habt ihr gesehen, nämlich quasi alles vom Spiel. Gut, Ethan Must Die und hier der 55. Geburtstag, das war nur so kurz angeschnitten von mir, aber es war jetzt echt nicht so der Rede wert, denke ich. Ja, auf jeden Fall ist Resident Evil 7 das Let's Play damit beendet. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder sehen wollt oder so, dann schreibt kurz, sagt kurz Bescheid. Dann können wir mal gucken, ob ich noch irgendwie was anfügen kann oder so. Es ist so, bei 21, bei Überleben Plus bin ich jetzt, hat man halt sau viele Trumpfkarten. Das ist echt krass. Da geht es gar nicht mehr um die Karten, die man an sich kriegt, die Zahlen. Es geht wirklich hauptsächlich, wer hat die besseren Trumpfkarten. Das ist echt krass. Also hat auch sehr, sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Taktisch geprägt, ja, so ein bisschen, aber überwiegend Glück. Ja. Und der Albtraummodus habe ich ja auch schon geschafft. Muss ich nur auf den höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen. Ja, es hat. Macht halt schon Spaß. Es ist halt ein Söldnermodus quasi. Ja, ist in Ordnung. Aber End of Zoe und Not a Hero, die waren schon relativ cool, die DLCs. Und da freue ich mich schon drauf, die nochmal durchzuspielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Im Hauptspiel bin ich ja bei Irrenhaus dran. Aber, boah. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, erstmal geheilt von dem Spiel. Ich muss erstmal jetzt, glaube ich, das Spiel an die Seite legen. Quasi vorm geistigen Auge. Und irgendwann mal in einem Jahr oder so nochmal dran gehen, weil ihr kennt das sicherlich. Wenn man irgendwann übersättigt ist von dem Spiel, dann macht es einfach keinen Sinn mehr. Also dann, nee. Ja, cool. So, nächstes Projekt weiß ich nicht. Ja, mehrere in Aussicht. Ja, ich kann offen drüber sprechen. Also Assassin's Creed 3 habe ich ja schon mal angekündigt. Da bin ich wirklich stark im Überlegen. Weil die Assassin's Creed-Teile werden nicht weniger. Und ja, ich muss ja irgendwie hinterherkommen. Ich will ja mit euch möglichst viele Spiele zusammen spielen. Von daher, ja, werde ich das nicht allzu lang rauszögern alles. Dead Space 2 habe ich definitiv vor. Ich liebäugle auch mit God of War 2. Also alles halt irgendwelche, ja, Sequels. Mal gucken, ob mir noch irgendwas einfällt. Ich muss erstmal jetzt, wie gesagt, mit dem neuen Equipment mich erstmal auseinandersetzen alles und gucken. Dann die Videos mal gucken, produzieren für euch, wo ihr mich seht und wo ich mit zu euch laber mal wieder. Ja, gut, da kommt ja demnächst die Weihnachtszeit. Heute haben wir den 29.11. Und die Weihnachtszeit kommt ja bald, da habe ich auch wieder Urlaub. Über Weihnachten und zwischen den Jahren, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Das werde ich auch definitiv nutzen im Vergleich zu meinen letzten Urlauben. Man wird ohne Ende aufnehmen dann. Wie gesagt, dadurch motiviert halt, neues Equipment zu haben und neue Abonnenten zu haben und ja. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal an alle, die sich das angeschaut haben. Und ja, ne? Dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ihr werdet es ja dann als Erste erfahren dann. Alles klar, dann vielen Dank für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!